Hallo, ich komme direkt zur Sache. Die FFT über der Zeit ist eine oft verwendete Analyse, um in einem Messsignal die enthaltenen Frequenzen zu bestimmen. Dabei gibt es oft diese schwierige Gratwanderung zwischen einer möglichst hohen Frequenzauflösung, aber auch einer notwendigen Zeitauflösung. Ich zeige Ihnen einen Trick, wie Sie für Ihre Messungen deutlich schärfere und präzisere Ergebnisse erhalten als mit einer konventionellen FFT. Erhalten Sie eine bis zu 16 Mal höhere Frequenzauflösung und eine davon unabhängig fast unbegrenzt steigbare Zeitauflösung. Das wird Ihnen gefallen. Bei diesem Motorhochlauf zum Beispiel sieht man, dass die gewählte Blocklänge zu groß gewählt ist. Hier ändert sich die Drehzahl und damit auch die Frequenz innerhalb eines Blocks, sodass bei diesem Hochlauf hier immer wieder so einzelne Punkte nur entstehen. Ich kann unmöglich einen sauberen Pegelverlauf über der Drehzahl hieraus analysieren. Ich muss eine kürzere Blockgröße verwenden. Mit dieser Einstellung habe ich jetzt hier einen durchgehenden Pegel, den ich auswerten kann, aber die Frequenzauflösung lässt doch zu wünschen übrig, sodass ich die sechste Ordnung von der fünften oder der fünfeinhalbten kaum noch trennen kann. Das verwischt ineinander. Aber auch die zweite Ordnung macht mir Probleme. Die wird nicht scharf detektiert, sondern die Energie verteilt sich hier von einer 1,8 bis zu einer 2,2 Ordnung. Um da den Ordnungsschnitt zu haben, muss ich dann sehr großzügig versuchen, die ganzen Energien wieder aufzuaddieren. Kurz, ich bin unzufrieden mit dieser Analyse. Ich möchte gern mehr. Und jetzt kommt mein kleiner Trick. Anstatt einer normalen FFT-Analyse wähle ich jetzt mal im Vergleich die HSA, High Spectrum Analysis Analyse. Auf den ersten Blick ist die HSA deutlich aufgeräumter. Da springt ja nicht dieser Farbteppich an. Zweitens, die Frequenzauflösung ist unverschämt hoch. Die Ordnungslinien sind ja so präzise wie die Cursorlinie. Zweite Ordnung, vierte Ordnung, aber auch fünfte, fünfeinhalbte Ordnung zeichnen sich hier klar getrennt voneinander ab. Ich betone, dass ich hier die identische Frequenz- und Farbskalierung benutze. Bei den tiefen Frequenzen wird der Unterschied besonders deutlich. Während die FFT Opfer ihrer limitierten Zeitfrequenzauflösung wird, bietet die HSA gleichzeitig sowohl eine hohe Frequenzauflösung als auch Zeitauflösung. Selbst kleinste Drehzahlschwankungen beim Lastwechsel sind sogar im Verlauf der zweiten Ordnung noch erkennbar. Oh, Moment, was erzählt er denn da? Das geht doch gar nicht. Doch. Ich erkläre an einem einfachen Beispiel erstmal, was eine FFT macht und welche Fehler sie macht und anschließend Schritt für Schritt, was die HSA anders macht, besser macht. Ich habe hier eine FFT-Analyse von einem konstant laufenden Motor und ich sehe auch hier dominante Ordnungen immer wieder auftauchen, aber drumherum ist immer so ein Nebel, also so ein Pratsch und auch jede einzelne Ordnung sollte doch eine klare, dünne Linie sein, stattdessen wird das immer so künstlich aufgezogen. Aber warum ist das bei der FFT so? Ich erkläre das mal an einem einfachen Schaubild. Das hier ist unser Messsignal, das wollen wir analysieren. Und das erste, was die FFT-Analyse macht, ist, sie legt eine Fensterung darüber, üblicherweise das Henning-Fenster. Das hat den Effekt, dass wir sicherstellen, dass am Anfang und am Ende unseres Signals auf jeden Fall Null erreicht wird, sodass es ein in sich wiederholendes Signal ist. Das ist die Grundvoraussetzung, überhaupt dann erst eine Fourier-Transformation durchführen zu dürfen. Das bleibt aber nicht ohne Folgen. Wir haben eingegriffen in unser Signal und entsprechend ändert sich auch unser Ergebnis. Wir würden uns wünschen, dass wir so ein Signal bekommen. Wir sagen, okay, bei 1000 Hertz war ein klarer Sinuston drin. So war es zu sehen. In Wirklichkeit, durch diese Faltung über das Fenster, entsteht so ein Signal. Das wird breiter, keulenartiger aufgedrückt. Das ist so ein bisschen vermatscht. Das ist diese Frequenzauflösung, die dadurch entsteht, dass wir diese Fensterung angesetzt haben. Und es kommt noch schlimmer. Es geben immer diese Nebenkeulen. Symmetrisch links und rechts vom Hauptsignal werden solche Geistereffekte dargestellt, die es gar nicht gab. Das ist eine Fehlinterpretation durch die Fensterung. Und genau das sehen wir hier. Die HSA geht jetzt einen Schritt weiter und nutzt dieses Wissen über diesen Fehler, der bei der Faltung entsteht. Wir wissen, dass ein reiner Sinuston bei einer Fourier-Transformation später so aussieht bei diesem genutzten Fenster. Und zwar jedes Mal. Das heißt, wenn ich diese Form in meinem Messsignal sehe, in meiner FFT, weiß ich rückschließend, dass das Ursprungssignal war. Und das kann ich für jeden einzelnen Ton in der Messung nacheinander herausfiltern und herausarbeiten. Und das tut die HSA in dem ersten Schritt. Schauen wir uns das mal im Beispiel an. Und bereits in diesem ersten Vergleich sehe ich, dass die HSA weniger verschmiert wirkt, wie das bei einer FFT immer der Fall ist. Das ist der Effekt. Das sieht man vor allem hier unten ganz gut bei diesen ersten Grundordnungen, die wir hier haben. Die ist hier einfach deutlich schärfer abgebildet. Hier ist also der Fehler von der Henning-Fensterung bereits rausgerechnet. Es geht aber noch weiter. Wir haben jetzt noch vier weitere Tuning-Maßnahmen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn mir die Fensterung doch keinen Fehler mehr erzeugt,
dann kann ich doch auch mehrere Fenster auf den gleichen Zeitschnipsel ansetzen. Kostet ja nichts. Das heißt, ich kann die gleiche Fensterung auch mal vielleicht ein doppelt so großes Fenster nehmen oder ein viermal so großes Fenster oder ein achtmal so großes Fenster, erreiche dadurch jedes Mal eine höhere Frequenzauflösung, verwende das immer auf den gleichen kurzen Zeitschnipsel. Das heißt, die Zeitauflösung bleibt die gleiche. Und das kann ich hier einstellen. HSR Resolution Enhancement. Gehen wir jetzt hier einfach mal auf, ich übertreibe es mal nicht, viermal so hohe Frequenzauflösung hätte ich gerne und rechne das nochmal im Vergleich aus. Sieht man sofort, was hier noch so breit ist, ist jetzt hier wirklich haarnadelscharf, kann ich hier die einzelnen Frequenzen auflösen. Alles, was dieser Ton erzeugt hat, dieser ganze Matsch, wird auch jetzt hier in der HSA rausgenommen. Alles, was breit und auch die Nebenkeulen, alles wird entfernt und es bleibt nur noch ein klarer Strich zurück. So war das Ursprungssignal. Und das kann ich ja jetzt mehrmals durchführen. Ich habe das für einen Ton festgestellt. Okay, was haben wir noch im Signal? Geh dann, guck nochmal, da ist noch mehr drin. Zweite, dritte, vierte Iteration. Jedes Mal wird er eine weitere Frequenz herausfinden, die eindeutig so im Ursprungssignal drin war. Die Anzahl der Iterationen. Hier steht es auf 6. Deswegen habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Linien. Das sind meine Hauptordnungen und auch nur darauf will ich mich hier konzentrieren. Und jetzt kommt noch die dritte und die wichtigste Einstellung. Ich kann hier einfach hingehen und sagen Suppress Background Spectrum. Unterdrücke das Hintergrundrauschen. Das heißt, alles, was mich eh nicht interessiert, sollst du mir auch gar nicht anzeigen. Und das ist dieser ganz große Schritt, wo man diesen ganzen Schmodder nicht mehr sieht, sondern ich sehe eindeutig, hier ist ein Ton und hier sieht man auch schon sehr schön, hier sind zwei Töne. In der FFT ist das vermischt, hätte ich nicht trennen können. Hier sieht man eindeutig durch die enorm gesteigerte Frequenzauflösung, dass wir hier zwei Töne haben, die sehr dicht beieinander liegen. Ja, aber da kommen doch ganz andere Werte raus. Nein, tun sie nicht. Die dritte Ordnung, 73,82... oder 70,39, das wird schnell unscharf, weil der das ja so unglaublich auf eine breitere Frequenzauflösung aufgeteilt hat. Der echte Wert ist gar nicht ermittelbar, weil ich müsste dann das alles aufaddieren noch. Anders bei der HSA. Gehe ich hier mit dem gleichen Cursor hin, komme ich auf einen Wert von 75,52. Und genau an dieser Stelle, direkt daneben, ist minus 266, also 0. Und darüber ist auch 0. Das heißt, nur genau auf der Ordnung, mit der Ordnungsbreite wirklich von einer Hundertstel Ordnung, habe ich exakt 75,09. Das ist ein sehr ähnlicher Wert. Er ist nicht gleich, weil er richtiger ist. Die FFT kann gar nicht richtig schätzen, weil sie immer den Fehler durch die Fensterung hat. Hier wird der Fehler rausgerechnet und der Pegel wird korrigiert. Es wird immer abweichen und es wird immer korrekter sein, was ursprünglich da war, als die FFT jemals leisten kann. Wir kriegen bessere und genauere Werte durch die HSA. Besonders deutlich wird das hier an der Stelle, wo die ganzen Frequenzen so zusammenlappen. Wenn ich hier den Cursor drüber fahren lasse, kann ich unmöglich trennen, welcher Pegel, 78, 79, welcher von welcher Ordnung kommt. Das wird alles ineinander verschmiert. Die beiden Hauptkeulen liegen ineinander. Hier kann ich exakt bestimmen, hier ist 00000, 7615, 00000, 7931. Das ist die sechste Ordnung. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, ich kann ja bei der FFT auch die Frequenzauflösung dadurch erhöhen, dass ich die Fensterbreite länger mache. Ja, ist richtig. Geht aber nur, wenn auch das Signal die ganze Zeit konstanten Pegel und konstante Töne, also auch sprich Drehzahl hat. Beim Hochlauf haben wir da direkt ein Problem, wie ich eingangs gezeigt hatte. Hier kommen wir zu der vierten Tuning-Maßnahme in der HSA, der Overlap. Da ich keinen Fehler mache durch meine Fensterung, kann ich auch beliebig viele Fenster ineinander verschachteln. Statt diesen Standard 50% Henning-Overlap kann ich hier auch mal 95% Overlap einsetzen. Es schadet ja nicht, es kostet ein bisschen mehr Rechenzeit, reicht nicht für einen Kaffee, aber ich kriege einfach deutlich bessere Zeitauflösungen. Wenn ich das bei der FFT mache, wie hier passiert, auch mal hier 90% angesetzt, dann kriege ich immer so eine Clusterung. Das ist ja nicht das, was ich höre. Aber er kriegt die Frequenz nicht, er hat eine schlechte Frequenzauflösung und macht das ständig und legt das übereinander. Matsch. Aber wo sind denn ja jetzt überhaupt die Grenzen der HSA? Ich habe mir das schwierigste Messbeispiel rausgenommen, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Einen Vogel in der Balzzeit. Ich spiele es einfach mal ab. Eine unglaublich schnelle Folge von variierenden Tönen, wie es niemals eine Maschine auf die Reihe bringen könnte. Was schafft da noch die HSA aufgelöst? Probieren wir es. Jetzt müssen wir alles geben. Also ich nehme FFT versus Zeit und die HSA versus Zeit und die wird erstmal getuned. Das heißt, die Windows Size, das ist so schnell, ich muss auf jeden Fall mit der Block Size runter, 256, was mir natürlich komplett die Frequenzauflösung kaputt schießt. Also das hole ich mir zurück, indem ich hier einfach maximal Oversampling mache, dass ich eine 16-mal höhere Frequenzauflösung wieder habe. Der hat ja nur einen Ton.
Ich brauche nur einen einzigen Ton, den will ich verfolgen. Hintergrundrauschen brauchen wir nicht. Und jetzt noch Overlap. Ja, was geht? 99%. Ja. Gut, wir sehen hier tatsächlich einen Ton, der sehr schnell variiert, auf verschiedenen Sprunghöhen hier unterwegs ist. Aber ist das jetzt echt? Oder vielleicht sind das ja auch irgendwelche Artefakte, die diese komische Analyse da einfach raushausen. Und ich soll das jetzt glauben? Wir prüfen das jetzt einfach mal, indem wir uns das mal parallel anhören. Ich spiele also das Geräusch ab. Okay, das ist so schnell, ich kann gar nicht so schnell hören, was ich da sehe. Deswegen müssen wir mal die Wiedergabegeschwindigkeit deutlich reduzieren und spiele es jetzt nochmal ab. Das ist auf den Punkt genau das, was der Vogel macht. Ich kann jede einzelne Tonmodulation, die ich erst überhaupt in Zeitlupe wahrnehme, kann ich hier in der HSA präzise, pegelgenau, zeitgenau analysieren. Es gibt keine Limits. Und deswegen mag ich die HSA. Einmal zum Abgewöhnen nochmal die FFT. Da, auch mal langsam abspielen. Ja, da war irgendein Geräusch. Kapitulation. Ja, das geht nicht, da ist es vorbei. Ich nutze die HSA vor allem Frequenzschnitten. Gerade wenn diese Töne dicht beieinander liegen, dann kann ich die mithilfe dieser Analyse noch sauber voneinander trennen und auswerten. Dafür ist das super. Das gilt sogar für Luftschallkanäle, aber auch für Körperschallkanäle. Hier nochmal ein extremes Beispiel aus der Praxis. Hier sieht man ein MRT, was ordentlich vor sich hin brummt. Und das ist die beste Einstellung, die ich mir in der FFT hinbekommen habe. Und hier im Vergleich nochmal die beste Einstellung mit einer HSA. Die Ergebnisse sind um Welten besser. Warum soll ich mich denn mit so einer ollen FFT abgeben, wenn ich es doch so viel besser haben kann? Wenn Sie die HSA mal ausprobieren wollen bei Ihren Messungen, ich packe alle Informationen, die Sie brauchen, um anzufangen, in die Beschreibungsbox. Sie werden das lieben. Tschüss.